verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Verabschiedung des Fairen Lohngesetzes in zweiter Lesung sind wir, was das Thema Arbeitsbedingungen und Tariftreue angeht, zum zweiten Mal bundesweit Vorreiter. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einem, der maßgeblich daran mitgewirkt hat, zunächst einmal ganz besonders zu danken. Nach jahrzehntelanger gewerkschaftlicher Arbeit für bessere Löhne Da kommt normalerweise, das geht aber jetzt nicht von meiner Redezeit ab. Nach jahrzehntelanger gewerkschaftlicher Arbeit für bessere Löhne, besseren Arbeitsschutz, bessere Arbeitsbedingungen, den Kampf für Gleichstellung und als Höhepunkt seines Wirkens eben heute dem fairen Lohngesetz. Lieber Eugen Roth, alle wissen, dass du gemeint bist. Du hast vergangenes Wochenende in deinem Interview beim Saarländischen Rundfunk gesagt, wenn man die Arbeits- und Lebensverhältnisse mitgestalten will, muss man sich organisieren. Wie wichtig es ist, sich zu organisieren, füreinander einzustehen und solidarisch zu sein, das hat uns die Geschichte mehr als einmal gezeigt. Tariftreue und Tarifbindung zählen zu den wohl wichtigsten Errungenschaften der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit auch der Gewerkschaften. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, stärken wir mit diesem, mit deinem Gesetz und dafür erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von dieser Stelle. Und es hilft immer, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Die New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneiderman hat in einer bedeutenden Rede im Jahr 1911 davon gesprochen, und ich versuche mich jetzt mit meinem etwas brüchigen Englisch: The woman worker needs bread, but she needs roses too. Die Arbeiterinnen brauchen Brot, aber sie brauchen auch Rosen. Das wird häufig dann nicht richtig verstanden, ich will das kurz erläutern. Das Brot steht, ich habe es mal mitgebracht, das Brot steht dabei für faire Löhne. Was hat es mit den Rosen auf sich? Diese Rosen haben nicht nur die Arbeiterinnen verdient, diese Rosen haben auch die Arbeiter verdient. Denn die Rosen stehen dabei für faire Arbeitsbedingungen, dafür, dass man auf der einen Seite genug Geld bekommt für seine Arbeit, steht das Brot. Und für gute Arbeit, und das ist ein Begriff, den ich von Eugen Roth gelernt habe, stehen die Rosen. Und ich finde, es gibt ein so wunderschönes Zitat aus einem Lied, das auf Basis dieser Rede geführt wurde. Ich will das nur an einer Stelle mit Erlaubnis des Präsidenten kurz zitieren. Es heißt in diesem Lied am Schluss: Wenn wir zusammengehen, kommt mit uns ein besserer Tag. Die Menschen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen. Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen. Und lieber Eugen, ich darf, glaube ich, auch an dieser Stelle mit Erlaubnis des Präsidenten ein bisschen das parlamentarische Protokoll brechen und darf dich bitten, vielleicht hier nach vorne zu kommen, damit ich dir als Dankeschön für dein Engagement heute Brot und Rosen symbolisch überreiche. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus